Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus. MGT ist der richtige Mann. Das ist, glaube ich, die super Aussage diese Woche. Das Bild sieht extrem geil aus. Wenn das wirklich Newcastle-Fans sind, ich glaube nicht, aber wenn, dann sieht das ziemlich nice aus. Marin fällt 3 Tage aus, sehr tragisch. Normalerweise spielt er nie, aber wir spielen jetzt gegen seinen Ex-Verein, beziehungsweise gegen den Verein, zu dem er ausgeliehen wurde. Und zwar zu Athletic Bilbao, davon aktuell ist aus England. Gucken wir uns sehr gerne an. Mal sehen. Sandro Balotelli. Cavani, 58 Millionen für den geblättert. Marin, Eto und so weiter. Also nichts besonders Interessantes. Die Leistung ist immer noch gut, das hat sich nicht geändert. Und jetzt schauen wir uns mal die Startelf an, beziehungsweise wer so fit ist. Okay, Niang ist nicht fit, das hatten wir ja erwartet. Dafür haben wir ja Ben Yedda geschont. Geis kann rein für Barca. Er kann raus, dafür kann Sippel rein. Da ist er. Cabella kann auch rein. Sehr schön. Des Weiteren haben wir noch einen Morrison auf der Bank, der fit ist. Und leider keinen weiteren Zehner, wenn ich das hier richtig sehe. Nee, Coman hätten wir noch. Dann muss wohl ein Außenspieler ran. Und zwar entweder Ben Arfa oder Oxlade-Chamberlain. Aber die sind beide nicht fit. Eine weitere Möglichkeit wäre es jetzt, Gouffran aufzustellen oder Coman. Aber der ist nicht richtig gut drauf. Ich werde es trotzdem versuchen, weil ich in ihn Vertrauen habe. So, Rüdiger geht raus, dafür kommt Nastasic rein. Rechtsverteidiger Janmaat bleibt, zu Linksverteidiger Santon könnten wir ersetzen durch Haidara, der hat immer noch Form nach unten, deswegen weiß ich nicht, deswegen lassen wir das lieber so, aber nehmen ihn mal vorsichtshalber auf der Bank mit für Barca. Und auch Smith werden wir mitnehmen für De Jong. Ne, De Jong lassen wir drin für Niang, Rüdiger, Oxlade. Oxlade? Oder Ben Arfa? Ne, Oxlade. Lassen wir so den Rest. Mit der Elf werden wir in die Partie gehen und hoffentlich 3 Punkte holen. Beziehungsweise, was heißt 3 Punkte? Den Sieg holen und somit uns gut hinstellen für das Rückspiel in Sevilla dann. Ich meine, komm, gegen Sevilla hat sogar 96 Mal die Euroleague-Qualifikation geschafft. Dann schaffen wir es auch ins Halbfinale der Champions League einzuziehen. Das wäre ziemlich krass. Naja gut, wir gehen ins Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Wer hätte noch vor einigen Monaten gedacht, dass dies möglich wäre? Newcastle United im Halbfinale der Champions League. Zumindest mit einem Bein, denn man musste nur den FC Sevilla besiegen. Das ist natürlich nicht die leichteste Aufgabe, aber es hätte deutlich schwerer kommen können im Viertelfinale der Champions League. Beispielsweise der FC Bayern München, AC Mailand, Barcelona, Chelsea oder auch Borussia Dortmund, die in der Gruppe von Newcastle ja sowieso schon waren, erwarteten ebenfalls die Magpies, sollten sie weiterkommen, beziehungsweise sollten sie selber halt auch den Weg ins Halbfinale der Champions League schaffen. Beide Mannschaften, sowohl der FC Sevilla als auch Newcastle United, hatten sich vorgenommen, das Halbfinale zu erreichen und die Fans der Magpies natürlich mal wieder in Beststimmung. Tolle Choreografie, wie immer bei internationalen Auftritten vor dem Anpfiff. Und die Mannschaft von Sevilla, die hatte sich gut vorbereitet, ebenso allerdings auch die Mannschaft der Magpies. Wir gucken uns die Magpies-Aufstellung mal an. Trapp, Janmaat, Nastasic, Laporte und Santon auf der Doppel-6, Geis und Sippel natürlich vorne. Coman, der überraschend in der Startelf, Morrison und Cabella auf der rechten Seite und in der Sturmspitze Wissamen, der für Gefahr sorgen sollte und seinen nächsten Champions-League-Treffer erzielen sollte. Die Fans von Sevilla, die Mitgereisten, waren in absoluter Top-Stimmung. Allerdings auch die Fans von Newcastle, wie man sehen konnte. Die Aufstellung von Sevilla, Beto, Koke, Pareja, Arribas in der Innenverteidigung, Tremolina auf der linken Seite, Krychowiak und Iborra auf der 6, Banega vorne als Zehner, Alea auf rechts, Vitolo auf links und in der Sturmspitze Carlos Bacca, der die Tore bei Sevilla schießen sollte. Ja, die 22 Alea war interessant für Newcastle. Allerdings hatte man schnell entschieden, dass man den Spanier nicht verpflichten wollte. Bitter für ihn. Ravel Morrison wurde bevor Vorzug letzten Sommer und er hatte sich gut entwickelt. Bei den Magpies war zum Stammspieler geworden und das vollkommen zu Recht nach seinen Leistungen. Hier sehen wir Alley gerade erwähnt, er heute auf der rechten Seite wollte für Torgefahr sorgen. Noch die erste Szene der Partie, naja, ging nie auf sein Konto direkt. Ein Kopfball von Carlos Bacca wird zur Ecke abgewehrt, beziehungsweise wird im Kopfballduell zur Ecke geklärt. Und es gibt diese Ecke, Cabella, ja, der freut sich darauf, der will den Konter einleiten. Allerdings wird die reingebracht von Vitolo auf Arribas und da steht Laporte ganz schlechtes Verteidigungsverhalten von Newcastle, von Sippel und es steht 1:0 nach 14 gespielt. Minuten. Die Führung für die Gäste aus Spanien. Wunderbare Eckenvariante. Kurz gespielt auf den Innenverteidiger und dass er den Ball in die Kurzecke so reinmachen darf. Naja, das darf eigentlich nicht passieren. Schlecht von Trapp, schlecht von der Verteidigung. Es versuchte weiter Sevilla die Führung auszubauen. Koke mit dem Ball auf Alley, der mit der Flanke hinten. Banega mit dem Kopfball, den muss er machen. Macht aber nicht und somit bleibt es hier erstmal beim 1:0. Danach versuchte Newcastle nach vorne zu spielen. Die schalten den Schalter um. Allerdings, naja, meistens ungefährlich. Immer eine gefährliche Situation mit Ben Yedda im 16er. Der Schuss geht aber am Tor von Beto vorbei. Dementsprechend nicht
nicht der Ausgleichstreffer. Trotzdem versuchten sie es weiter und kurz vor der Halbzeit sollte es einen nächsten Angriff geben. Cabella setzt sich da wunderbar durch gegen Tremolina und versucht mal den Ball irgendwie in die Mitte zu bringen. Das klappt auch einigermaßen. Die Flanke kommt rein, allerdings wird sie geklärt. Dann aber Sippel mit dem Ball auf Geis, seinen Sechserkollegen, die beiden Deutschen im Zusammenspiel. Und Geis hatte noch nie in der Champions League getroffen, noch nie einen Treffer erzielt, der irgendwie für Newcastle von Bedeutung gewesen wäre. Jetzt setzt er sich im Strafraum durch und macht das 1:1. 45. Minute Nachspielzeit und der Treffer. Was Arribas da macht, das weiß nur er ganz alleine. Lässt Geis da passieren und der kann den Ball einschießen mit dem schwachen linken Fuß zum 1:1. Keine Chance für Beto, den zu halten. Die Fans aus dem Häuschen, wenn man sich das anguckt. Das ist miserabel. Das ist miserabel, aber klasse Abschluss vom deutschen Sechser. Und mit diesem Schuss ging es in die Pause, denn direkt danach war Halbzeit. Bitter natürlich für Sevilla. Die waren hier überlegen im ersten Durchgang, verspielten aber so die Führung. Und das sollte sich, naja, meistens im Fußball zumindest im zweiten Durchgang rächen. Revel Morrison direkt nach dem Anpfiff versucht es mal mit einem Distanzschuss. Aber Beto hat keine Probleme, diesen Ball über die Latte zu lenken. Trotzdem war Newcastle jetzt das bessere Team und spielte weiter nach vorne. Coman kann sich außen durchsetzen gegen Koke. Schönes Duell, zwar ja sehr schneller Spieler. Allerdings entscheidet, dass der Franzose für sich geht. Über außen in den 16er hinein. Niemand greift ihn wirklich an. Der Pass in die Mitte. Ben Yedder scheitert, aber da ist ja noch Remy Cabella. Beto wird getunnelt. 2:1. 64. Spielminute. Die Führung erstmalig in der Partie für die Magpies. Der nächste Franzose nach der Vorlage von Coman scheitert erst Ben Yedder und dann macht ihn der Standardspezialist Cabella rein. Wunderbar tunnelt er da Beto. Natürlich mehr Glück, als dass das irgendwie gewollt war. Aber Beto da im Pech wird auch noch behindert von Arribas. Der hat es von Tor gemacht, aber sonst keinen guten Tag, sah man auch in der nächsten Szene. Sippel macht das da gut, spielt den Ball nach vorne auf Ben Yedder. Arribas mit dem Fehler. Ben Yedder frei vor Beto. Das 3:1. 67 Minuten rum. Und Newcastle mit der 2-Tore-Führung. Wie aus dem Nichts hatten sie die Partie nicht nur gedreht. Nein, sie hatten die Führung sogar direkt ausgebaut. Wunderbare Vorlage von Sippel. Seine zweite am heutigen Tag. Und Ben Yedder ist diesmal eiskalt vom Tor. Lässt dem Portugiesen Beto absolut keine Chance. Und Arribas, naja, wie gesagt, auch wenn er ein Tor macht, sowas geht defensiv absolut überhaupt nicht. Die Führung für die Magpies und die Fans natürlich vollkommen aus dem Häuschen. Gute Ausgangsposition wäre das zumindest für, ja, das Erreichen des Halbfinales, aber jetzt versucht Sevilla nochmal nach vorne zu kommen. Carrico versucht es mit dem Ball auf Banega und er denkt sich, okay, ich lasse mal einen Schuss. Wunderbar, Trapp kann abwehren. Carrico ist da, 3:2. Ja, dachte er sich, aber es war abseits und das ist eine vollkommen richtige Entscheidung des Schiedsrichtergespanns. Man sieht es in der Wiederholung, beim Schuss von Banega steht der Portugiese im Abseits zwar nur knapp, aber Santon ist im letzten Moment den kleinen Schritt noch nach vorne gegangen und verhindert somit das 3:2 in der Situation. Es ging weiter mit Kontermöglichkeiten für Newcastle. Ball mit dem Doppelpass von Morrison und Cabella. Und der Schuss des Engländers mit links geht knapp am Tor von Beto vorbei. Es war die letzte große Chance der Partie. Danach war die Partie vorbei. 3:1 Sieg für Newcastle. Wunderbare Ausgangssituation für das Rückspiel in Sevilla kommende Woche. Und wenn es so weitergehen sollte, wenn man so spielen sollte, hatte man definitiv gute Chancen aufs Erreichen des Halbfinales. Wer hätte das gedacht? Die tun sicherlich nicht. Der Vorstand sicherlich nicht. MGT bestimmt auch nicht. Aber der war natürlich mehr als zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Jö, was war denn da los? Schon wieder ein Sieg und zwar 3:1 und wir hatten noch Chancen, das auszubauen. Zwar habe ich nach dem 0:1 gedacht, oh scheiße, jetzt fliegen wir wirklich raus, aber das ist nicht eingetreten. Es läuft richtig, richtig gut. Jan Reinholz will seinen Vertrag auflösen. Müssen wir gleich mal schauen, wie der momentan aussieht. Everton müssen wir mal verunsichern, habe ich das Gefühl. So, schauen wir in die Jugendmannschaft rein. Wer ist Jan Reinholz? Ich glaube, das ist der 86er ZOM. Ja, genau. 62 bis 66. Das Ding ist halt, er will keine Spielpraxis bekommen. Aber warum kann der auch einfach einen Vertrag auflösen? Das verstehe ich nicht. Ja, die Sache ist, wenn ich ihn bis Sommer behalte, dann... Wenn ich ihn bis Sommer behalte, dann wird er gut. Also dann wird er noch besser. Und deswegen ist es ehrlich gesagt ein bisschen scheiße, wenn er jetzt einfach weg will. Ein Jahr kann ich ihm nur geben. Wow. Ja. Versuchen, was mit dem Billigsten, was geht. Bin ich mal gespannt. Ich meine, wir sind nicht auf ihn angewiesen, so ist es nicht. Kriegen auch neue Jugendspieler wieder rein, jetzt zum Beispiel, glaube ich. Aber natürlich wäre es trotzdem nicht unbedingt gut. So, aktuelles Blabla, Alexandro Maxim, Oxlade Chamberlain und Ben Arfa bedanken sich. Jugend-Scout-Bericht verfügbar. Ja, nehmen wir mit. Nein, lehnen wir ab. Nein, lehnen wir ab. Anderer Scout-Bericht verfügbar. Nein, lehnen wir ab. Nein, lehnen wir ab. Nein, lehnen wir ab. Und ja, nehmen wir definitiv mit. Sehr schön. Trainerstelle beim FC Liverpool. 35.000 Wochengehalt. Ah, nein. Newcastle ist mir lieber. Jugendspieler, wer hatten wir schon? Und Reinholz hat den Vertrag akzeptiert. Sehr, sehr schön.
Das heißt, wir gehen jetzt in den Tipp-Passiv und guck, Makabeya ist gestiegen und Kuma ist auch gestiegen. Das ist ja ein Traum. Wen stellen wir jetzt rein? Ihn stellen wir rein, Haidara stellen wir rein. Sissoko, Quatsch, Sippel. Ich habe immer noch Sissoko im Kopf. Stehen wir raus. Ja, komm, Barca, weil er gut in Form ist, geht rein für Geis. Janmaat, der kann durchziehen. Kabeya, Ben Arfa, De Jong, Morrison, andersrum, Ben Yedda bleibt. So, das ist die Startaufstellung, der Port ist auch gestiegen. Es ist absoluter Traum, es läuft momentan richtig, richtig gut wieder. Und damit gehen wir jetzt ins nächste Spiel gegen Everton. Wo stehen wir in der Liga momentan? Auf Platz 4. Ein Spiel weniger und 4 Punkte hinter den Spurs. Wir können den Vorsprung auf Arsenal aufbauen und ausbauen und Everton ist auf Platz 8. Das heißt, es wird nicht einfach, aber machbar. Und ich hoffe, das kriegen wir hin. Bis gleich und viel Spaß. Spiel des Monats ist? Ne. Na gut. Bis gleich. Nach dem erfolgreichen Auftritt unter der Woche in der Champions League gegen den FC Sevilla wollte Newcastle auch heute wieder im heimischen St. James' Park Punkte sammeln. Und zwar diesmal in der Liga gegen Everton. Nil Satis, Nisi Optimum. Das Motto der Toffees und die waren angereist. Natürlich auch um Punkte zu holen. Momentan auf dem 8. Tabellenplatz angesiedelt. Und gerade mal 6 Punkte hinter Newcastle. Die momentan 4 Punkte hinter den Spurs. Immerhin 2 Punkte vor Arsenal und mit einem Spiel weniger. Das heißt, den Vorsprung auf die Gunners konnte man in der heutigen Partie immerhin ausbauen. Allerdings wollte das natürlich Everton verhindern. Und Kevin Trapp, der stand heute im Mittelpunkt, denn in der Champions League hatte er gut gehalten. Allerdings, naja, war der momentan nicht so in absoluter Bestform, wie wir alle wissen. Und gegen einen Stürmer wie Romelu Lukaku sollte das heute natürlich eine schwierige Angelegenheit werden. Die Toffees sind in absoluter Bestbesetzung angereist. Die Magpies ein bisschen mit Rotationsdingern. Trapp, Janmaat, Nastasic, Laporta, Haidara, Barca und Smith auf der Doppel-6. Zwei Jugendspieler anstelle von Geis und Sippel. Niang, De Jong, Ben Arfa und Ben Yedda in der Sturmspitze. Auf der Bank immer noch Spieler wie Kabeya oder auch Sippel natürlich beheimatet, um im Notfall eingewechselt werden zu können. Aber wie gesagt, die Aufstellung von den Toffees, die war nochmal ein bisschen besser, denn die spielten mit Stammelf. Howard im Tor, Coleman, Jagielka und Stones mit Baines in der Verteidigung, Gibson und Barry auf der Doppel-6, vorne McGeady, der Südafrikaner Pina, Barclay und Romelu Lukaku. Auf der Bank Spieler wie Eto'o oder Nathmes, Horto, der Innenverteidiger von Udinese und im Tor Tim Howard, der momentan in einem kleinen Rosenkrieg mit dem Verein, wollte seinen Vertrag nicht verlängern, wollte wechseln und das wollte Everton nicht. Jetzt drohte er mit Karriereende. Naja, so kann das nun mal laufen. Die erste Szene der Partie, hier Gareth Barry mit dem Foul nach einer Minute gerade mal an De Jong und es gibt direkt die gelbe Karte für den englischen Routinier. Das war natürlich bitter, denn als Sechser hat man ungern eine gelbe Karte, aber Barry war auch in der nächsten Situation direkt wieder beteiligt. Spielte den schönen Doppelpass, versucht mal aus der Distanz, kein Problem für Kevin Trapp, allerdings war das, naja, nur der Anfang einer Angriffsserie. Barry wieder mit dem Ball auf Lukaku, Lukaku frei vor Trapp, der kommt raus, Barry mit dem 1:0, 15 Minuten durch und die Evertons, die Toffees, die führten hier bei den Magpies zu Hause im St. James' Park. Die Toons ein bisschen geschockt davon, dass Barry nach seiner gelben Karte so offensiv agierte und hier zwei gute Chancen hatte, die zweite sogar nutzte und es jetzt 1:0 stand. Die mitgereisten Fans der Toffees natürlich in absoluter Beststimmung. Die freuten sich über das 1:0 und somit den verkürzten Rückstand. Nur noch 3 Punkte waren es jetzt auf die Magpies auf Tabellenplatz Nummer 4. Aber natürlich versuchte Newcastle zurückzukommen. Wenn das aber mal versucht wurde, dann relativ schlecht. Und naja, relativ Slapstick-mäßig. Hier beispielsweise Barker kommt nicht mal ansatzweise an den Ball ran. So sieht das meistens aus, wenn es Angriffsbemühungen gab. Und bei ja, Everton sah das deutlich besser aus. Der Ball auf Barclay, der legt nochmal raus auf Pinar. Der Schuss und Trapp mit einer richtig guten Parade, richtig guter Reflex des deutschen Keepers im Tor von Newcastle. Janmaat lobt ihn zu Recht dafür. Allerdings, naja, versuchte Newcastle da mal nach vorne zu spielen. Über den schnellen Niang. Und der ist ja bekanntlich nicht nur schnell, sondern auch hat eine gewisse Übersicht. Wunderbarer Pass. Und Ben Yedda an die Latte. Howard wäre chancenlos gewesen, aber es bleibt beim 1:0 für Everton und die versuchen das auszubauen. Barclay scheitert hier. Szene noch nicht geklärt. Der Ire Gibson mit dem Ball auf den Iren McGeady. Die beiden im Zusammenspiel machen das wunderbar. Der Ball auf Lukaku, der versucht mit dem schwachen Rechten und Trapp kann da mit Mühe und Not den Ball halten und leitet den Konter ein. Der auf 7 De Jong und was der macht, der geht hier vorbei an Barry und an Stones. Die Grätsche einfach überlaufen, kein Problem. Was macht er jetzt? Geht in den 16er. Vorbei an Jagielka. 1:1, 45. Minute, wie aus dem Nichts der Ausgleich für die Magpies, der Niederländer mit seinem nächsten Saisontor und das hat er richtig klasse gemacht. Das Solo von der Mittellinie an, keiner kann ihn aufhalten und das ist die Stärke von De Jong. Wenn der mal im Laufen ist, dann ist er extrem schwer aufzuhalten, das sieht man hier. Jagielka wird einfach auseinandergenommen und Howard hat keine Chance, diesen Ball zu halten. Danach ging es in die Halbzeitpause, wo sie wohl vorher schon drin waren, so ein bisschen geistig die Toffees, denn auch nach der Halbzeit erstmal Angriffsbemühungen von Newcastle. Howard kann den Ball entschärfen und danach spielten sie selber wieder nach vorne und das hat deutlich
deutlich besser als bei Newcastle, deutlich strukturierter. Die Flanke in den 16er und da war Lukaku, der hat an Effizienz gearbeitet. Rechtsschuss 1:2 aus Sicht von Newcastle. Mit seinem schwachen Fuß ballert er den Ball unten in die rechte Ecke. Keine Chance für Trapp, da irgendwie dran zu kommen. Und das war unerwartet, denn in einer kleinen Druckphase von Newcastle kam plötzlich einmal die Chance für Everton. Im ersten Durchgang so viele Chancen vergeben und jetzt effizient pur. Lukaku mit seinem nächsten Saisontor, das 7. für den Belgier in der laufenden Premier League-Saison. Und das war richtig schön gemacht. Zwar natürlich mit Glück, aber wenn man so einen Rechtsschuss raushauen kann, dann ist Trapp absolut chancenlos. Newcastle versucht dann natürlich zurückzukommen. Niang mit der Flanke, Laporte mit dem Kopfball, aber der wartet weiterhin auf sein erstes Tor. Natürlich sehr kopfballstark, aber es fehlt im Moment noch an der Präzision. Mal sehen, wann er das erste Tor schießen wird. Es gab weitere Chancen für Newcastle, den Ausgleich zu machen, jedoch erst relativ spät in der Partie, denn es dauerte, bis sie mal nach vorne kam. Wenn ja, der 80. Minute zu Beginn der Schlussphase vielleicht mit dem Ausgleich. Nein, er schießt den Ball vorbei an im Tor von Howard. Natürlich nicht von Hart, der steht bei City im Tor. Bitter für ihn, an die Latte geschossen und jetzt vorbei. Und das war die letzte Szene der Partie für Newcastle, denn jetzt spielte nur noch Everton mit der Flanke in die Mitte, der gute Kopfball, und Trapp hat den Ball nochmal. Spielte vielleicht doch nicht nur noch Everton. Sie spielten den Ball nochmal nach vorne, die Magpies. Der Ball auf Ben Arfa, setzt sich gegen Coleman durch. Jagielka kommt noch dazu. Und 2 gegen 1 ist unfair, wenn man alleine ist, denn er verliert den Ball gegen den abgekochten Jagielka. Und das war die letzte Szene der Partie. Newcastle verliert gegen Everton zu Hause mit 2:1, nur noch 3 Punkte Vorsprung und hat ein bisschen an Boden verloren auf den Tabellen 5. Arsenal. Wenn das so weitergeht, wird man auch gegen Sevilla sich nicht behaupten können. Daran muss man arbeiten, um in der Champions League erfolgreich zu sein. So, sorry, dass ich am Ende jetzt die Animation da überskippt habe, aber die haben alle die Köpfe hängen lassen, was vollkommen sinnlos war, weil sie gewonnen haben, deswegen konnte ich mir das nicht mehr angucken. Aber egal, ja, wir haben verloren, das war vollkommen zu Recht so, denn Everton hat deutlich besser gespielt und dementsprechend verdient gewonnen, ja, kann man nichts gegen sagen. Ashton Götz ist nicht zufrieden, ich auch nicht mit ihm, das deckt sich ja. So, wir loben unseren Verein, wir haben aktuelles aus Spanien und zwar Alei, Ekiza, Murillo, Perez, Aquino, bla 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 bla. Okay, nichts Interessantes dabei, das heißt, wir gehen weiter zum nächsten Spiel gegen Sevilla und das werdet ihr dann in der morgigen Episode sehen, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Wir haben immerhin 3 Tage Regenerationszeit und das sollte im Idealfall reichen, um uns hier durchzusetzen. Ich meine, wir haben einen guten Vorsprung, wir haben 3:1 gewonnen, allerdings sollten wir jetzt nicht 2:0 verlieren, weil wir haben kein Auswärtstor, dann zumindest und dementsprechend wäre das dann nicht so gut. So, was haben wir hier noch? Nichts mehr Besonderes von Persi, bla bla. Sadio Mané da der einzig Interessante. Wir gucken mal kurz unsere Vereinsliste an, weil wir angeblich voll sind. Ja. Karriereende nach Vertrag. Da ist jetzt noch kein Ibra, das macht mir ein bisschen Angst. Aber wir haben ja vieles auf der Transferliste, unter anderem wird da auch Oxlade-Chamberlain demnächst draufgesetzt. Von daher wird das schon werden, Smith und Armstrong werden noch verliehen. Wir können uns nochmal ganz kurz angucken, wie die Spieler gerade gestiegen sind, die gestiegen sind. Beispielsweise ein habe ich richtig gesehen, dass Ben Yedder gestiegen ist? Bestimmt nicht. Ne, Ben Arfa, okay, alles klar, Ben Arfa, ich dachte gerade schon, Ben Yedder gestiegen, das kann ja gar nicht sein. Cabella ist nämlich gestiegen, er ist auch gestiegen, der Smith, glaube ich zumindest. Laporte ist gestiegen, das ist sehr, sehr schön. Ist bei Sprungkraft beispielsweise gestiegen, der muss eigentlich mal sein erstes Kopfballtor machen, der ist so stark, aber kriegt den Ball einfach nicht rein. Komar ist auch gestiegen um 1, das ist sehr schön. Campbell ist nicht gestiegen, glaube ich, aber die Werte meine ich. Cabella ist nochmal gestiegen auf 83, was auch ideal ist. Und ansonsten haben wir hier nichts mehr. Steven Taylor sinkt. Das ist alles beim Gleichen geblieben. Geis ist immer noch nicht gestiegen bei den Skill-Attributen. Und ansonsten haben wir hier keine Veränderung, wie auch haben wir letzte Episode erst geguckt. Gut, das war's von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao. Warum ist Laportes Form? Und hat er gut gespielt? Und damit muss ich in die Champions League gehen. Na egal, bis zum nächsten Mal, auf Reinschauen.